Guten Morgen allerseits. Danke, dass Sie alle da sind. Sie sind ja auch schon seit langer Zeit habilitiert. Und ich möchte jetzt wirklich gleich in das Thema einsteigen. Es geht um einen Vertrag, um den Euratom-Vertrag, also um die Europäische Atomgemeinschaft, die im Jahr 1957 geschaffen worden ist, an der es seit praktisch 60 Jahren keinerlei Änderungen gegeben hat. Es gab Diskussionen über verschiedene Verträge und da denke ich insbesondere an den Vertrag, über den 2005 in Frankreich abgestimmt worden ist. Aber am Euratom-Vertrag ist nichts geändert worden. Zu Beginn waren 6 Länder beigetreten und man kann schon bei Artikel 1, bei der Atomenergie, die Problematik sehen. Man hat sich also dafür eingesetzt, dass die Atomenergie gefördert wird. Und es ist jetzt wirklich an der Zeit, diesen Vertrag zu überarbeiten. Für mich ist das wirklich eine Karikatur der Obsoleszenz. Ich hoffe, es ist eine programmierte Obsoleszenz. Aber das ist wirklich eine Reliquie aus der Vergangenheit. Also ich denke, das ist wirklich ein antidemokratischer Vertrag. Im Grunde genommen wissen Sie ja alle, dass der Vertrag kein Mitentscheidungsrecht hat. Es gibt auch sehr viele Richtlinien, die mit dem Euratom-Vertrag verbunden sind. Da denke ich vor allem an die Richtlinie über die nukleare Sicherheit, über den Strahlenschutz, über nukleare Abfälle. Und unserer Meinung nach sieht es so aus, dass das Parlament da nur eine Meinung abgeben kann. Gestern haben wir beispielsweise über das ITER-Projekt abgestimmt. Das gehört ja zum Euratom-Vertrag. Und Rat und Kommission hatten da noch nicht mal das Parlament mit einbezogen. 6,2 Milliarden, wie Sie wissen, standen da auf dem Spiel für den Zeitraum 21 bis 27. Und das ITER-Projekt ist von 5 Milliarden auf 20 Milliarden aufgestockt worden. Und dazu ist nicht einmal die Meinung des Parlaments eingeholt worden. Das heißt, da musste erst mal ein Abgeordneter einen Initiativbericht zu ITER anstoßen, damit über die Zukunft von ITER überhaupt diskutiert wird. Das zeigt also, wo wir wirklich stehen im Vergleich zu diesem Euratom-Vertrag. Da sind wir sozusagen in einer rechtsfreien Zeit angekommen für das Europäische Parlament. Und aus meiner Sicht ist das wirklich nicht nachzuvollziehen, dass wir jetzt vor den Europawahlen stehen und dass niemand über den Euratom-Vertrag spricht. Für uns müssen wir wirklich den Euratom-Vertrag außer Kraft setzen. Aber was diese Außerkraftsetzung angeht, haben wir zunächst einmal eine Expertin befragt, Dörte Fouquet, Europarechtlerin, Expertin in diesen nuklearen Fragen. Und wir haben sie gebeten, uns den Sachstand zum Euratom-Vertrag mitzuteilen und uns zu sagen, welche Punkte herausgenommen werden können. Und da können Sie gleich feststellen, dass viele Punkte herausgenommen werden können, insbesondere Artikel 1 zur Förderung der Atomenergie. Was kann im Rahmen des Unionsvertrages aufgenommen werden? Investitionen, Forschung müssen im Rahmen des Einheitseinigungsvertrages diskutiert werden und nicht im Rahmen des Euratom-Vertrages. Und ich habe vorhin schon gesagt, das sei antidemokratisch. Wenn es morgen einen nuklearen Unfall oder Zwischenfall gibt und die Strahlenschutznormen angefragt werden, dann muss man sich einfach fragen, ob das das Ergebnis eines demokratischen Prozesses ist. Das ist aber nicht der Fall, denn Kommission und Rat sind da herangegangen und da steht wirklich sehr viel auf dem Spiel und der Bürger hat sich in keiner Form daran beteiligt. Das heißt, hier kann man wirklich erkennen, dass es auch Interessenskonflikte gibt. Das heißt, wenn wir uns jetzt die gesamte Bandbreite der Staaten anschauen, die Atomkraftwerke haben, das sind 14 auf europäischer Ebene und einige Länder haben, die zu Beginn Teil des Euratom-Vertrages haben, aber aus der Atomenergie ausgestiegen sind. Ich denke da an Deutschland, Italien, auch Belgien möchte jetzt aussteigen. Das heißt, es ist wirklich höchste Zeit, über den Euratom-Vertrag zu sprechen und ich möchte mich auch bei den Vereinigungen bedanken, die sich beteiligen. Christine Assion und auch Roland Desbordes, Gründer der Clairade, der ja hier auch eine ganze Reihe von Studien und Untersuchungsmöglichkeiten aufgezeigt hat. Deshalb möchte ich jetzt mit Ihnen zusammen darüber diskutieren, damit wir wirklich eine Kampagne zur Außerkraftsetzung des Euratom-Vertrages auf den Weg bringen können. Damit möchte ich Frau Dörte Fouquet das Wort übergeben.
Diese Studie ist von der Fraktion der Grünen finanziert worden. Das ist also ein Rechtsgutachten. Und damit wollen wir uns überlegen, wie wir aus dem Euratom-Vertrag aussteigen können oder ihn verbessern können. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Michel. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr erfreut, hier über diese Leiche sprechen zu können, also über den Euratom-Vertrag. Und darüber nachzudenken, was wir damit tun wollen. Alle wollen ja, dass so früh wie möglich das beendet wird, was im Euratom-Vertrag festgeschrieben worden ist. Warum beschäftigen wir uns damit? Man darf hier die Tragweite der Förderung der Nuklearenergie in Artikel 1 bis 3, insbesondere aber in Artikel 1 des Vertrages, nicht außer Acht lassen. Das ist die Grundlage des Abkommens der Europäischen Union, der Europäischen Kommission, Entschuldigung, für den Bau neuer Reaktoren. Wir haben Linky Point eine ganz wichtige Entscheidung gehabt. Es gab aber auch das Abkommen der Europäischen Kommission zu Neubauten Paks in Ungarn. Und es gibt da einige seltsame Konstrukte in Finnland, zu denen die Kommission gesagt hat, das sei keine staatliche Beihilfe, aber da möchte ich gar nicht ins Detail gehen. Das ist also ein alter Vertrag. Das bedeutet aber nicht, dass dieser Vertrag keine Konsequenzen hat. Sonst könnte man ihn ja einfach vergessen. Das kann man aber nicht. Das heißt, auch ein Mitgliedstaat, der aus der Atomenergie aussteigt, führt immer noch weiter dazu, dass dieser Vertrag weiterhin seine Schwerfälligkeit behält. Deswegen müssen wir uns methodisch anschauen, was in der Vergangenheit schon geschehen ist, um den Vertrag zu reformieren. Es gab eine schöne Zeit im Europaparlament im Jahr 2002 und 2003. Das war das Verfahren, mit dem man versucht hat, über das Konvent einen Vertrag auszuarbeiten, der dann der Maastricht-Vertrag und später der Lissabonner Vertrag geworden ist, der uns ja heute noch anleitet und unsere Grundlage ist. Im Jahr 2002 hat die Europäische Kommission ein Dokument veröffentlicht, das für sie verfasst worden ist. Das ist das Penelope-Dokument. Sie können das auch mal suchen. Es ist etwas schwierig zu finden. Und in diesem Penelope-Papier, das habe ich ja auch in meiner Studie vermerkt, haben die Autoren gesagt, dass Euratom abgespeckt werden kann. Und zwar stark abgespeckt werden kann. Es haben sich auch alle in die Richtung geäußert, dass man auf den Euratom-Vertrag sogar verzichten könne. Das haben viele geäußert. Also beispielsweise die Emissionsregeln, die Atomabfallregelungen. Und dank Giscard d'Estaing hat es in der damaligen Zeit aber ein mangelndes Interesse gegeben, den Euratom-Vertrag weiterzuentwickeln zur damaligen Zeit. Frankreich war damals in gewisser Weise gelähmt durch die Propaganda über den Maastricht-Vertrag. Ich kann mich noch ganz lebendig daran erinnern. Das ist schade, aber jetzt fangen wir noch mal von vorne an. Was soll man also mit dem Euratom-Vertrag tun? Zunächst einmal muss man sich anschauen, dass das Problem beim Euratom-Vertrag ist, dass es gute Richtlinien gibt, die bestehen, die auch durch den Europäischen Gerichtshof verstärkt worden sind, beispielsweise im Bereich Verstrahlung, nukleare Abfälle und nukleare Sicherheit. Das sind alles Dinge, auf die man nicht von heute auf morgen verzichten kann, aber die stützen sich auf Euratom. Das heißt, man braucht hier einen Übergangszeitraum, damit diese Richtlinien innerhalb des Unionsvertrages eine neue Ansiedlung finden können. Das heißt, das muss Gegenstand eines Reformprozesses sein. Warum ist so ein Reformprozess erforderlich? Für mich sieht es so aus, dass egal, was mit Euratom geschieht, ob jetzt das Ziel ist, dass man den Vertrag in die Tonne werfen möchte,
Alles beginnt mit einem Konventprozess und danach braucht man die Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten. So sieht es aus. Ich denke also, wenn man nun zuerst sagt, das Ziel ist, den Vertrag wegzuwerfen, dann haben wir schon verloren. Wenn wir aber sagen, wir wollen Reformen und greifen das auf, was die Kommission auch in der Vergangenheit gesagt hat, auch dieser Penelope-Bericht, von dem ich gesprochen habe, und wenn wir dann die Richtlinien einzeln anschauen, alles Artikel für Artikel, dann haben wir drei wichtige Punkte. Zunächst einmal müsste der Titel abgeändert werden. Dieser europäische Vertrag müsste umbenannt werden und müsste heißen Strahlenschutz, Nichtproliferation und zivile Verantwortung im nuklearen Bereich. Das heißt, die Bestimmungen des ersten Artikels, in dem festgeschrieben ist, dass das Ziel und die Pflicht von Euratom darin bestehen, auch die starke Atomindustrie vorzubereiten und zu unterstützen und damit auch dazu beizutragen, dass die Lebensqualität in Europa verbessert wird, dann sind das Punkte, auf die man verzichten kann. Viele andere Punkte, wie beispielsweise Forschung, würden mit sich bringen, dass wir eine Übertragung in den Unionsvertrag hätten und damit könnte man vielleicht eine Art Sunset Clause haben, also eine Übergangsphase, damit alles geregelt, umgesetzt werden kann. Damit würde man auch die Nichtverbreitung stärken, die zwar im Vertrag festgeschrieben ist, aber viel zu schwach ist. Damit wäre man also stärker im Einklang mit anderen internationalen Verträgen. Man müsste sich auch anschauen, wie es im Außenbeziehungsbereich aussieht. Das sind alles Punkte, die geregelt werden müssten. Und das könnte meiner Ansicht nach dann aber unter die breite Schirmherrschaft des Unionsvertrages fallen. Ein weiterer interessanter Punkt für mich ist folgender. Im gegenwärtigen Vertrag ist die zivile Verantwortung im Grunde genommen homöopathisch verteilt, das heißt mit Mindesteinsatz und null Auswirkungen. Da geht es um Artikel 98. In Artikel 98 findet man zwar etwas darüber, aber im Grunde genommen ist diese Verantwortung gar nicht richtig ausgesprochen. Und aufgrund der Zwischenfälle, die es gegeben hat, müssen wir in Europa mit einem Reformprozess darauf hinwirken, dass ein Vertrag geschaffen wird, mit dem auch die Verantwortung klarer festgeschrieben wird über das Abkommen von Paris, von Wien und den Brüsseler Abkommen hinaus. Sie können an diesem Vortrag erkennen, dass es wirklich eine Vielzahl von Punkten geht und es geht wirklich durcheinander in Europa. Es gibt Anhänge und in dem Anhang wird festgeschrieben, wer entsprechend welchem Vertrag welche Verantwortung zu übernehmen hat. Aber das kann einfach nicht funktionieren. Wenn es uns jetzt gelingt, die Nichtverbreitung festzuschreiben, die zivile Verantwortung festzuschreiben, dann kann der Vertrag unter Umständen in diesem Sinne vielleicht auch weiter bestehen, bis alle Probleme gelöst sind. Ja, ich komme jetzt auch gleich zum Ende meiner Ausführungen. Wir müssen uns vielleicht auch überlegen, wie Frankreich oder wie Mitteleuropa, wo die Atomenergie ja noch weiter genutzt wird, am Ende eine Reform mittragen könnten. Denn ich habe von Einstimmigkeit gesprochen. Und das ist meiner Ansicht nach das, was die Briten ja mit Zuckerbrot und Peitsche, Carrot und Sticks bezeichnen. Also ich denke, hier muss man sich zunächst einmal die alten Nuklearpakt anschauen. Es gibt ja auch noch sehr viele alte Nuklearreaktoren, die abgebaut und außer Kraft gesetzt werden müssen. Und dann muss natürlich auch die richtige Übergangsweise diskutiert werden zwischen Kommission und Parlament. Und wir müssten dann auch etwas anbieten für diese alten Nuklearreaktoren. Und für die Umgestaltung müssten Strukturfonds bereitgestellt werden, um aus dem alten Nuklearpakt austreten zu können. Wenn es also ein Land gibt, das nach all dem immer noch Finanzmittel möchte und vom Vertrag keine Absicherung für einen neuen Reaktor erhält, müsste man sich vor Ort austauschen und meiner Meinung nach wird es dann auch keine Finanzierung geben. Das heißt, damit könnten wir pragmatisch dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten, die im Koalitionsvertrag, wie Deutschland beispielsweise,
Denn Deutschland hat ja jetzt zum ersten Mal in seiner Geschichte im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD festgeschrieben, dass eine Reformkonferenz für den Euratom-Vertrag durchgeführt werden soll. Luxemburg hat es ebenfalls festgeschrieben. Deutschland hat da, gut, man kann denken, was man will über den Minister, aber ich denke, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Luxemburg und Österreich ebenfalls in diese Richtung gehen und die müssen dann zu dritt dieses Verfahren auslösen und damit auch sofort den Dialog mit Präsident Macron, pflegen, damit wir eine Grundlage haben. Tut mir leid, dass die Ausführungen etwas länger waren. Ja, vielen Dank, dass Sie noch mal erläutern, warum wir das jetzt tun. Denn ich denke, jetzt haben wir wirklich eine Chance. Die Chance ist erstmal die Geschichte des Brexit. Aber gut, Sie wissen ja, wie die Abstimmung gelaufen ist. Jetzt ist ja erstmal wieder alles offen. Und dann gibt es diese Koalition in Deutschland und es gibt Luxemburg, wo der Punkt auf der Agenda steht. In Österreich ebenfalls. Jetzt muss man also die Länder umgehen, wie Frankreich, die dann gezwungen sein werden zu reagieren. Und ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber dieser Punkt muss auch auf nationaler Ebene diskutiert werden. Damit gebe ich jetzt das Wort an Roland Desbordes. Vielen Dank. Ja, es ist schon ziemlich lang, dass wir darüber reden. Und Michel Rivasier hatten wir die Möglichkeit, viele Akten uns anzusehen, die von Euratom kommen. Wir haben alle diese schwierigen Zeiten gesehen. Ich werde das nicht alles ausführen, das sprengt den Rahmen. Leider haben wir dann festgestellt, dass das eben nicht demokratisch ist, ist obsolet. Und man könnte vielleicht darüber diskutieren, welche Strategie man da wählen will. Aber heute gibt es jetzt eine Möglichkeit, wie du gesagt hast, Michel, dass wir Euratom in Frage stellen. Da gibt es jetzt eine günstige Konjunktur sozusagen weltweit gesehen. Ich will das nicht weiter ausführen. Der Senat hat uns deshalb kontaktiert im Herbst und hat gesagt, seid ihr einverstanden? Er hat gesagt, wir sind noch nicht so weit, aber wir sind einverstanden, wir gehen gemeinsam mit euch. Und das hat sich jetzt schon ein bisschen bewegt von eurer Seite. Und jetzt ist der Augenblick gekommen, aktiv zu werden. Ich will vielleicht noch mal sagen, Euratom, das ist eine Baustelle sozusagen, das ist außerhalb Europa und ist auch in Europa. Die ganze Uneindeutigkeit ist darin enthalten. Deshalb sind wir für die Abschaffung. Artikel 1 besagt klar Förderung der Atomenergie, das steht da ganz eindeutig und alle anderen Artikel unterstützen im Grunde diesen Artikel nur, dass man dabei Forschung, Abfällen, Haftpflicht und so weiter. All das ist für mich ganz außer Frage, dass man diese Dinge, dass man darin Vertrauen haben kann. Das ist auch der militärische Aspekt, das ist die Haftpflicht. Wie kann es sein, dass die Industrie nicht die Verpflichtung hat, da eine Versicherung einzugehen? Das machen wir ja alle auch. Da ist von Haftpflicht die Rede. Das lässt mich lachen, wenn ich mir das ansehe. Wenn man das auf den Tisch bringt bei einem Nuklearunfall, dass man da die Bevölkerung schützt, dass man die Abfälle beseitigen muss und so weiter. Wir haben das mit Michel mehrmals gesehen, haben all diese negativen Auswirkungen gesehen, dass die Atomenergie da akzeptiert werden soll. Das ist der Gedanke von Euratom, dass auch wirtschaftlich akzeptiert werden soll. Wirtschaftlich ist das in Ordnung, da sind die Leute dann weniger geschützt, da werden die Abfälle in skandalöser Form beseitigt. Das kommt aus Euratom. Da gibt es die Möglichkeit, die radioaktiven Abfälle frei zu geben. Also das ist von 1996. Das kam mit anderen Richtlinien. Bei einem Nuklearunfall hat man da Grenzwerte festgesetzt für Lebensmittel, die sehr hoch liegen, um nicht zu viele Produkte aus dem Markt nehmen zu müssen, nicht zu viel Schadensersatz zahlen zu müssen. Aber man sieht, dass in 32, 33 Jahren nach Tschernobyl, dass Europa eine
Verordnung verabschiedet, das gilt für alle, auch für die, die keine Atomenergie haben, dass man da Lebensmittel mit Becquerel-Werten isst, die wesentlich höher liegen, als damals akzeptiert werden, wenn das 33 Jahre Tschernobyl. Das wird immer noch angewandt. Wir haben versucht, dagegen vorzugehen und wir haben es sogar, sind sogar vor den EuGH gezogen. Wir haben alles versucht. Für uns ist es ganz außer Frage, mit einem solchen Vertrag weiterzuarbeiten. Der, das darf man nicht vergessen, der ist in einer Zeit erstanden, in einer Illusion der Atomenergie. Also wenn man das heute liest, man muss das noch mal lesen aus 1957. Euratom ist ja nur der Sohn, das ist Ergebnis von Euratom Plus. Also man muss sich das genau ansehen und im Grunde kann man kaum glauben, was man da liest. Und für uns ist die Strategie eben, dass man Euratom abschaffen sollte. Alles, was die Atomkraft angeht, sollte in das allgemeine Recht in Europa überführt werden. Dankeschön. Dann gebe ich Christine Ass das Wort. Sie ist aktive Kämpferin. Schönen guten Tag. Vielen Dank für diese Pressekonferenz. Ich hoffe, sie wird uns da ein bisschen einen Schub verleihen. Wir haben im Juli 2018 Global 2000 und Atomshop in Österreich kontaktiert, die schon lange arbeiten zum Euratom-Vertrag. Und im April 2017 hatten wir eine internationale Konferenz zur Atomkraft, die eine Entschließung verabschiedet hat, eine Entschließung zur Abschaffung oder zur Auflösung von Euratom. Da haben wir lange darüber diskutiert. Man sagte, ja, das ist ein historischer Augenblick mit dem Brexit auch und den Wahlen, die in Europa bevorstehen, dass wir eben da jetzt noch etwas machen. Euratom ist wirklich ein Vertrag, eben der aufgegeben werden sollte. Ohne den Hintergrund von Euratom sind wir überzeugt, hat die Atomkraft keine Zukunft. Alle haben es ja schon gesagt, ich will das nicht wiederholen. Das ist ein Hindernis, ein Riesenhindernis für die Entwicklung der erneuerbaren Energien. Und die Menschen haben sich ja auch verändert seit 1957. In 2000 hat man die Auflösung nach 50 Jahren, 2017 war das ist abgelehnt worden vom Atomausschuss. Es ist kein demokratischer Vertrag, muss man sagen. Das ist günstig für die Atomindustrie. Außerhalb Europas ist das nicht mehr so günstig. Wir haben dann NROs in Deutschland kontaktiert. In Luxemburg sind wir direkt zur Regierung gegangen. Da hat man sich schon damit befasst. Wir haben in Finnland NGOs kontaktiert und auch in Schweden. Und wir haben uns wirklich gefreut. Überall gab es positive Reaktionen. Und die anderen Länder haben uns zu verstehen gegeben, dass es sehr wichtig ist, dass in Frankreich etwas passiert. In Frankreich haben wir eine Petition am 13. Dezember gestartet. Jetzt liegen wir bei 6.700 Unterschriften. In Deutschland gibt es diese Petition. Also in Frankreich wird die an Präsident Macron gerichtet. In Deutschland richtet sich die Petition an die Bundeskanzlerin Frau Merkel. Da liegt man bei 40.000 Unterschriften. Es ist auch verständlich, für die Deutschen ist es etwas, was man bezahlen muss für eine Energieform, die man nicht mehr will. Das Gleiche gilt auch für Luxemburg und für andere Staaten. Staaten, die auch bedroht sind durch alte Atomkraftwerke. In Frankreich ist es klar, wir haben schon auf der Medienebene eine andere Politik. Die Bevölkerung fühlt sich da gar nicht angesprochen oder ganz wenig, empfindet es auch nicht als bedrohlich. Ich glaube,
Es ist halt immer eine Geldfrage. Es ist etwas, was die Leute dann mehr berührt. Wir sind jetzt in Frankreich unterwegs. Jede Woche bis März haben wir 2, 3 Sitzungen überall in Frankreich zur Mobilisierung, zur Information, zur Diskussion mit den Leuten. Und die Reaktion ist interessant. Wir haben sehr gute Diskussionen. Ja, das ist im Grunde, was ich sagen möchte. Wir hoffen, dass wir auf pädagogischer Ebene etwas erreichen, dass Frankreich da sich auch ein bisschen ändert. Gibt es jetzt Fragen? Merci. Bémol, est-ce que tu as dit, Christine? Christine, was du gesagt hast, ich glaube, die Franzosen fühlen sich schon angesprochen vom Ausstieg aus der Atomenergie. Sie sind damit aufgewachsen. Und es gibt da aber noch eine Reihe von Leuten, die glauben, das ist eben billiger mit Atomenergie und sie glauben nicht, dass wie in anderen Ländern ein Unfall passieren könnte. Ich bin aber nicht mit diesem Optimismus einverstanden. Das ist keine Atomkarawane durch Frankreich, die die Position ändert. Also das hat nichts damit zu tun. Euratom ist eine Verleugnung der Demokratie. Von dem Augenblick an, an dem die europäischen Abgeordneten etwas dazu sagen, zu wichtigen Themen, kann ich als Vorsitzender von Stopp Fessenheim nicht verstehen, dass die europäischen Abgeordneten nichts sagen im Atombereich. Die Atomkraft ist ja genau der Bereich, der über die Grenzen hinweg wirkt im Falle eines Unfalls. Es ist doch das Thema, das grenzüberschreitend ist. Man kann, also man hat ja gar nicht das moralische Recht, da jetzt weiterhin die Atomfrage in den Händen einiger Spezialisten zu lassen, einiger Leute, die da irgendwo herkommen und die nur daran denken, die einfach nur die Atomkraft fördern wollen, sie weiterhaben wollen. Das kann man doch nicht machen. Also ich stimme Roland de Borg zu, da muss man unbedingt diesen Vertrag außer Kraft setzen. Also selbst wenn man da was ändert dran, ist das immer noch falsch. Man darf auch nicht außer Acht lassen, dass, wenn es die Nachbarländer nicht gäbe, Frankreich noch weitergehen würde bei der Förderung dieser Atomindustrie. Glücklicherweise gibt es Luxemburg und glücklicherweise gibt es Deutschland, die immer wieder darauf verweisen, unsere führenden Politiker verweisen, dass man Fessenheim schließen soll und so weiter. Zum Glück gibt es Nachbarländer, die darauf verweisen, die natürlich davon auch betroffen sind, wenn etwas passiert und die eben auch die Atomkraft fürchten. Und wir wissen jetzt, dass der schwere Unfall möglich ist. Der GAU kann stattfinden. Es ist in Japan passiert und deshalb kann es in Europa auch passieren. Ja, voll und ganz einverstanden. Und dann möchte ich auch noch 2 Botschaften an Sie weitergeben. Christine hat von einer Petition gesprochen und ich möchte Sie wirklich bitten, diese Petition auf Ihre Webseite zu stellen. Sie haben hier auch eine Petition der CREADE. Das heißt, das muss wirklich weitergegeben werden. Und dann noch ein 2. Punkt. Wir sind ja derzeit schon eben in der Vorbereitung der kommenden Europawahlen. Deswegen müssen natürlich auch alle Kandidaten angesprochen werden und müssen befragt werden, ob sie akzeptieren, dass im Rahmen des Vertrages die Atomenergie einen Sonderstatus hat. Und
wie Sie das sehen, dass Sie kein Mitentscheidungsrecht in Energiefragen im Bereich der Atomenergie konkret als Parlamentarier haben würden. Es gibt ja auch Arbeiten an der Energieunion. Wir haben auch im Bereich der Treibhausgase und der Energieeffizienz viel gearbeitet. Aber die Atomenergie tritt hier nicht auf. Wenn die Europäische Union mit dem Energiemarkt, mit Investitionen, mit Forschung, ITER und so weiter im Euratom-Vertrag stehen, dann muss das auch Gegenstand des Gemeinschaftsrechts sein, auch wenn es da vielleicht noch eine Phase der Überlegung geben soll. Und ich danke Ihnen im Übrigen für Ihren Bericht. Es gibt natürlich die Frage der Haftung, es gibt die Frage der Nichtverbreitung, aber das muss man sich einfach nochmal anschauen und muss auch dafür sorgen, dass die kommenden Europaabgeordneten sich hier engagieren. Es gab ja Diskussionen über die europäische Verfassung, über den Maastricht-Vertrag, aber der Euratom-Vertrag wurde in Frankreich gar nicht diskutiert. Giscard d'Estaing wollte ja im Konvent mitarbeiten, aber über diesen Punkt wollte er nicht sprechen. Das ist aber unsere eigene Verantwortung und da haben Sie jetzt wirklich eine Rolle zu spielen. Das heißt, man muss Ihnen vielleicht nicht unbedingt sagen, ob Sie dafür oder dagegen sind, dass man weiter Atomenergie hat. Aber man muss einfach sagen, der Euratom-Vertrag ist antidemokratisch. Man kann doch nicht in Europa antreten und einfach hinnehmen, dass man keine Stimme hat, wenn es um Entscheidungen im Atombereich geht. Also da muss man einfach versuchen, eine Diskussion anzustoßen, muss die Kandidaten ansprechen. Das ist doch nicht normal. In den Grünen gibt es, in der Fraktion der Grünen gibt es durchaus Vertreter, die diese Frage ansprechen. Und ich versuche wirklich, die Grünen dazu zu bringen, dass sie das aufnehmen. Und da muss man einfach sagen, aha, Euratom-Vertrag kennen Sie nicht, dann schauen Sie sich mal die Petition an. Bitte sehr. Ja, vielleicht darf ich noch etwas zu Deutschland hinzufügen. Auf der Webseite Katinom Nein Danke gibt es auch eine Petition auf Deutsch. Und unsere Petition können Sie auch auf der Webseite der Clairade und auf der Aktion Menschenkette finden. Ja, und zusätzlich ist es so, dass diese Petition in der Vergangenheit 2 Millionen Unterschriften bekommen hat, als es um den Klimawandel ging. Aber im Bereich Atomenergie schaffen wir es wohl nicht, so viele Unterschriften zusammenzubringen. Also ich glaube, wenn wir den Franzosen die nötigen Mittel an die Hand geben, dann können sie sich auch dagegen richten. Schauen Sie sich doch mal die Gelbwesten an. Die muss man vielleicht auch mal darauf hinweisen. Es gibt dann nicht nur die Treibstoffsteuer, es gibt auch noch die Frage der Atomenergie. Ja, alle bezahlen. Und dann wird diskutiert und kritisiert, dass man hier nicht demokratisch sei. Aber hier hat man doch jetzt noch nicht mal ein Referendum durchgeführt. Da können wir gar nichts machen. Also, wie Sie sehen können, versuche ich auf meiner Ebene alle anzusprechen. Und ich würde Sie einfach bitten, das Gleiche zu tun. Eine Frage noch. Welche rechtlichen Mittel hat denn das Parlament, aus dem Euratom-Vertrag auszusteigen und dafür zu sorgen, dass man die Verantwortung für diese Frage wieder übertragen bekommt? Ja, wie ich vorhin gesagt habe, kann das nur über ein Konventverfahren gelöst werden. Und das Europäische Parlament kann damit ein solches Verfahren anstoßen über Rat und Kommission. Das wäre vielleicht auch eine Option, die man vielleicht noch in der jetzigen Legislaturperiode anstoßen könnte. Das heißt, den Antrag könnte man jetzt noch stellen. Es gibt natürlich Mitgliedstaaten, die mich auch unilateral gefragt haben, ob sie aus diesem Vertrag aussteigen können. Aber das ist vielleicht eine andere Baustelle, über die wir dann auch zu einem anderen Zeitpunkt sprechen könnten. Ja, ganz kurz, 30 Sekunden. Also erstmal ganz schnell meine Dankesworte. Vielen Dank an Sie vier. Ich weiß, dass hinter Ihnen natürlich noch sehr viele andere Verfechter dieser Sache stehen. Und ich gehöre zur ältesten Anti-Atomenergie-Vereinigung Frankreichs und möchte hier aber auch den grenzüberschreitenden Aspekt ansprechen. Ich habe eine Frage und einen Kommentar. Ich weiß, ich habe nur 30 Sekunden, das ist natürlich kurz. Also derzeit läuft ja die Gelbwestenbewegung
Und wenn Euratom unter verschiedenen Formen außer Kraft gesetzt werden könnte, muss man sich natürlich auch überlegen, wie es mit dem Geld aussieht, was man am Ende des Monats im Geldbeutel hat, aber auch mit dem Ende der Welt aussieht. Das heißt, wir müssen uns hier wirklich überlegen, wie man effizienter werden kann im Wirtschaftsbereich, auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Das führt dann auch dazu, dass am Ende des Monats mehr Geld übrig bleibt für den Einzelnen. Und das führt vielleicht auch dazu, dass wir insgesamt das Ende der Welt vermeiden können. Also vielen Dank an Sie. Und vielleicht noch abschließend ein Beispiel, das Roland eben vorhin angesprochen hat, die Frage der Haftung. Ich organisiere manchmal Konferenzen über die Atomenergie und ich habe dazu auch eine Folie vorbereitet. Auf dieser Folie steht auch eine Zahl und dann mache ich in der Regel ein kleines Spiel. Und wenn wir sagen 91 Millionen, 410,34 und ich sage immer, das ist jetzt nicht der Jackpot, den man gewinnen kann, sondern das sind die Entschädigungszahlungen, mit denen EDF bis zum 31. Dezember 2016 ausgestattet worden sind. Das heißt, 34 Centim werden da sicher positiv aufgenommen, aber dann gibt es ja auch noch eine Frage auf europäischer Ebene. Denn diese Zahl, die die Bodenhaftung verloren hat, ist dann auf 700 Millionen erhöht worden. Dann noch eine Frage an Frau Fouquet. Wir haben uns ja letztes Mal in Berlin im Bundestag gesehen und bei dieser Gelegenheit haben Sie etwas angesprochen, was ich gerne noch einmal erklärt haben würde. Es ging da um die Geschichte mit den Möglichkeiten, die der Brexit uns liefern könnte. Können Sie das kurz erläutern? Ja. Also, wie Michel schon gesagt hat, wissen wir natürlich nicht, was geschieht. Heute Abend sind wir vielleicht schon etwas schlauer. Die Frage des Brexit ist folgendermaßen gestaltet. Großbritannien muss ja auch aus dem Euratom-Vertrag austreten. Man kann nicht mehr in der EU, man kann nicht mehr in der EU sein und beim Euratom-Vertrag dabei bleiben. Deshalb muss man sich einfach überlegen, was mit dem Vereinigten Königreich in Zukunft geschieht. Welches Statut wird Großbritannien dann haben? Wird Großbritannien beitreten können wie die Schweiz oder nicht? Und all diese Fragen erfordern jetzt aber schon eine Idee von der Überarbeitung des Euratom-Vertrages. Das heißt, man könnte jetzt schon mal anfangen, sich zu überlegen, wie eine sinnvolle Zusammenarbeit aussehen könnte. Denn man muss sich zunächst einmal auch überlegen, möchte man, dass Großbritannien Mitglied des Euratom-Vertrages bleibt oder nicht? Also wenn man sich da die Haare rauft und nachdenkt, dann kann man auch genauso gut überlegen, ob das nicht vielleicht die Gelegenheit für ein großes Reinemachen sein könnte. Ja, wir müssen jetzt leider den Sitzungssaal räumen.